Das Haus soll ein Gemeinwohl sein. Die Feuerwehr zieht hier bald ein mit Spritzgerät und anderen Dingen zum Schutz und Schirm für Haus und Heim. Ja, also die Feuerwehr Weißenfels ist ja froh, dass nach dem ersten Jahr Bautätigkeit hier heute Richtfest gefeiert werden konnte. Wir errichten hier eine neue Feuerwache, seit 1930 die erste, die für die Stadt Weißenfels gebaut wurde, hier an diesem Standort. Vorher waren wir auf der Promenade in Weißenfels und seit 1930 haben wir hier eigentlich in einem Provisorium Einsätze gefahren. Das soll sich ab Ende dieses Jahres dann komplett ändern. Sowohl die Unterstellung der Fahrzeuge war ja bisher so, dass die Fahrzeuge sogar hintereinander stehen mussten. Es ist dann äußerst schwierig und ungünstig, wenn die Fahrzeuge natürlich ausrücken müssten, die hinten stehen. Da muss man sich hier vorne erst bewegen. Zum anderen ist es so, dass wir hier viel kürzere Wege haben und damit auch Zeit einsparen, bis die Feuerwehr wirklich ausrücken kann. Es ist also so, dass hier das Sozialgebäude direkt an die Fahrzeughalle angeschlossen ist und die Feuerwehrleute, die hier freiwillig Dienst tun, die also erst von zu Hause oder von Arbeit kommen, von dem Parkplatz direkt, der vor dem Sozialtrakt ist, sich umziehen können und von dem Umkleiden quasi direkt die Fahrzeughalle und damit die Fahrzeuge betreten können. Ja, der Kampf hieß im Grunde genommen über mehrere Feuerwehrgenerationen, und das sind jetzt 85 Jahre, dass quasi jeder Wehrleiter versucht hat, im Rahmen seiner Möglichkeiten und mit den Stadtverwaltungen zusammen hier was Neues herzubekommen. Zu 150-Jahr-Feier vor 3 Jahren war es das erste Mal möglich, mit dem Innenminister hier vor Ort zu sprechen. Wir hatten ihn direkt eingeladen, haben ihm die prekäre Situation gezeigt. Die Feuerwehr Weißenfels, die 7. größte Feuerwehr in Sachsen-Anhalt, sowohl städtisch gesehen. Ja, also vor uns rangieren eigentlich nur die großen Berufsfeuerwehren Halle, Dessau und Magdeburg. Dann Stendal mit den freiwilligen Feuerwehren. Merseburg, ja, auch Naumburg, noch größere Feuerwehren. Und es musste einfach geguckt werden, dass die großen Feuerwehren, die ein hohes Einsatzaufkommen haben, vorher Jahr haben wir zum Beispiel 445 Einsätze gefahren, dass die am ehesten mit gefördert werden. Wir haben hier 59 Einsatzkräfte zurzeit auf dem Hof, die hier in Beschäftigung stehen. 16 davon hauptamtlich, die das also beruflich machen, der Rest freiwillig. Als ich beim Hochwasser im Februar 2013 die Tür hinter mir zugemacht habe abends und frühs wiederkommen wollte, ging die nicht mehr zu öffnen, weil sich die Wache derart gesetzt hatte in der Zwischenzeit. Wir sind ja hier im Schwemmgebiet der Saale, dass die Tür wirklich aufgebrochen werden und abgehobelt werden musste über 2 cm. Ne? Das zeigt auch, dass dieser Standort erstmal ertüchtigt werden musste. Auch das hat einen großen baulichen Kraftaufwand bedeutet. Der Boden hier musste erst ertüchtigt werden mit so einer Art Bohrfallgründung. Und hier wurden mehrere Kubikmeter Beton eingebracht, dass die Bodenplatten hier wirklich sicher stehen, in Zukunft auch bei Hochwasser. So. Heute ist ein Tag der Freude, nach harter Arbeit, Mühe und Tag. Es gibt zum einen das Gebäude, das unser Herr behüten mag.